Der Talk auf dem Pfulben, präsentiert von Myrta Garten und Landschaftsbau in Pfullingen. Der Talk auf dem Pfulben mit IQ Pfullingen und RTF 1. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Format RTF 1 Talk auf dem Pfulben. Sie haben es gleich gemerkt, wir sind heute hier nicht in der Stadtbücherei Pfullingen, sondern wir sind hier im Keller des Restaurants Klostergarten in Pfullingen. Mein erster Dank gilt natürlich unserem fulminanten Musikintro Techno Chords von Michael Heidt von der Musikschule Pfullingen, und da dürfen wir auch nochmal klatschen. Unser heutiges Thema, gleichermaßen brisant wie hochaktuell: Klimawandel, ja, schneller als wir. Wenn Sie den Monat April nehmen, den haben wir ja alle noch in Erinnerung, dann war das der 13. Monat in Folge, der zu warm war. Das heißt, das Klima ändert sich, wir spüren es, wir merken es, wir erkennen es. Fragen Sie natürlich: Was sind natürliche Klimaschwankungen? Was ist menschengemacht und verursacht? Kann man eigentlich schon von einem Klimawandel sprechen? Und nicht zuletzt, was tun? Wir sprechen darüber und sind sehr gespannt auf unseren heutigen Gast und Experten, Herrn Dr. Urs Ruth. Herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass so viele da sind. Ich freue mich auch. Herr Dr. Urs Ruth ist, das muss ich genau gucken, Diplomphysiker, früher Klimaforscher im ewigen Eis und jetzt Zukunftsforscher bei der Konzernforschung der Firma Bosch. Herzlich willkommen, wir sind sehr gespannt. Wir fangen immer ein bisschen, ja, mit einem Zitat an. Um gleich reinzukommen ins Thema, habe ich gefunden: Wir fahren den Planeten gegen die Wand, und das ohne Tempolimit. Herr Ruth, ist so schlimm, oder was sagen Sie zu dem Zitat? Ja, das ist natürlich ein schönes Zitat vom Professor Schellenhuber, wenn ich es richtig weiß. Und er hat recht. Die CO2-Emissionen, die ja hauptverantwortlich sind für den Klimawandel, sind im letzten Jahr so hoch gewesen wie noch nie davor. 2017 waren sie auch so hoch gewesen wie noch nie davor. Und davor waren 3 Jahre, da sind weltweit nicht weiter angestiegen. Da war schon die große Hoffnung da. Die Menschheit hat die Kurve vielleicht schon gekriegt und das Peak CO2 erreicht. Aber die CO2-Emissionen steigen wieder. Und insofern stimmt das Zitat. Ja, wir erhitzen den Planeten über die CO2-Emissionen, und das, obwohl wir auf die Bremse treten, aber eben immer noch im zunehmenden Maß. Ein bisschen zur Person, klar, es geht hier in Pfullingen immer um Pfullingen auf dem Pfulben. Ich frage Sie ganz kurz, stichwortartig, weil wir halt so viele Themen noch haben: Wo geboren? Ich bin Freiburger. Ich bin in Freiburg geboren und auch dort aufgewachsen. Man hört es nicht. Ja, das finde ich auch ganz schade.
Schule und Ausbildung wo? Ja, das habe ich in Freiburg gemacht, die Schule. Bin dann fürs Studium in Marburg gewesen, nördlich von Frankfurt, ziemlich in der geografischen Mitte von Deutschland. Habe gelebt in Bremerhaven, in USA, in verschiedenen Orten und bin Wahlpfullinger seit 2006 und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Sie arbeiten bei Bosch. Was ist im Augenblick Ihr wichtigstes Thema, Ihre wichtigste Tätigkeit? Das ist das Thema, was wir heute besprechen, CO2 und Nachhaltigkeit. Und da gibt es, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nicht nur die Konzentration auf Brennstoffzellen, sondern auch was ganz Neues. Das haben Sie mal kurz vor der Sendung gesagt, dürfen Sie hier aber selber verkünden. Bosch betreffend. Ja, heute hatte meine Firma Bilanzpressekonferenz. Das ist das größte Medienereignis, was Bosch hat, einmal im Jahr. Und heute wurde verkündet, dass sich Bosch ab nächstem Jahr CO2-neutral stellen wird. Das heißt, es wird den Ausstoß an CO2 so weit wie möglich selber reduzieren und das, was sich nicht reduzieren lässt, dann über Kompensationsmaßnahmen zumindest bilanziell neutral stellen. Dann würde ich sagen, steigen wir ein bisschen mit Zahlen, Daten und Fakten ein. Ausgangssituation 2019. Wie schlimm ist es wirklich? Ja, vorweggeschickt möchte ich vielleicht noch sagen, dass ich hier jetzt nicht als Bosch-Mitarbeiter sitze, sondern rein privat natürlich da bin. Das möchte ich einfach klarstellen. Gleich sehr gerne, kein Problem, ja. Und jetzt zu Ihrer Frage 2019. 2018, ich gehe ein Jahr zurück, war das Jahr mit den höchsten CO2-Emissionen. Wir hatten, wenn man sich die Erderwärmung anschaut, hatten wir die 4 wärmsten Jahre in den letzten 4 Jahren. Also das Jahr 2018, 17, 16 und 15, die 4 Jahre waren die wärmsten 4 Jahre, die je gemessen worden sind. Wenn man weiter zurückgeht, dann sind die wärmsten 20 Jahre, die je gemessen worden sind, waren innerhalb der letzten 22 Jahre. Und es gibt immer natürliche Klimaschwankungen, es wird immer mal ein bisschen wärmer und ein bisschen kühler wieder. Deshalb muss man die Erwärmung am besten über längere Zeiträume mitteln. Wenn man sich jetzt Dekaden anschaut, dann war seit den 50er Jahren jede Dekade wärmer als die davorige, als die vorhergehende. Aber Sie haben es angesprochen, wenn ich hier unterbrechen darf. Wir wollen mal unterscheiden, auch natürliche Klimaschwankungen und menschengemacht und verursacht. Warum gab es eigentlich früher schon, jetzt sage ich mal natürlich, Wechsel von Eiszeiten und Hitzeperioden? Das Klima ist nie in jedem Jahr gleich wie im anderen. Und wir müssen jetzt verschiedene Zeiträume unterscheiden. Es gibt die Eiszeiten und die Warmzeiten, die so typischerweise in einem Zyklus von 100.000 Jahren stattgefunden haben. Also eine Eiszeit war immer knapp 100.000 Jahre lang und dann kam 10.000 Jahre lang eine Warmzeit beispielsweise. Und da sind ganz andere Mechanismen dann am Werk als bei kurzzeitigen Klimaschwankungen, wie zum Beispiel die kleine Eiszeit ist ja bekannt, ist vielen ein Begriff, oder das Klimaoptimum zur Römerzeit beispielsweise. Also bei den langen Klimaschwankungen, da sind es tatsächlich die Erdbahnparameter um die Sonne, die leicht schwanken periodisch und die dann letztlich über verstärkende Effekte dann dazu führen, dass wir Eiszeiten und Warmzeiten hatten. Aber bei den kurzzeitigen Klimaschwankungen sind es häufig einfach Umverteilungsschwankungen, dass es eben dann während der kleinen Eiszeit beispielsweise bei uns in Mitteleuropa kühler war. Dafür war es dann aber in anderen Regionen der Welt wärmer. Also es war kein globales Phänomen, dass die Erdmitteltemperatur sich in der Zeit signifikant nennenswert geändert hätte. Bleiben wir noch bei dem natürlichen Klimawandel in Anführungszeichen. Sie waren früher Klimaforscher im ewigen Eis. Was haben Sie da gelernt, außer dass das Ding immer schneller schmilzt? Ja, also das war natürlich eine ganz tolle Phase in meinem Leben, die ich auch überhaupt nicht missen will, rein vom Privaten her. Ja, wenn man ins ewige Eis fährt, das ist ja kein Spaziergang, den man einfach so macht, wie wenn man mal zur Pfullinger Unterhose hochgeht, sondern da ist dann schon aufwendige Logistik mit verbunden in Zentralgrönland. Man sitzt dann da auf 3 Kilometer dickem Eis.
Also das ist schon alles sehr, sehr mächtig und beeindruckend. Und was macht man da, eine Bohrung oder was? Richtig, wir haben dort Eiskerne gebohrt, also nicht nur einfach ein Loch in das Eis gebohrt, sondern so reingebohrt, dass man dann einen Eiskern rausziehen konnte. Und dieser Eiskern, der enthält alten Niederschlag. Ja, das Eis, was sich dort gebildet hat, das bildet sich aus Schnee, also es ist Niederschlag, der aus der Atmosphäre kommt. Und dieser Niederschlag, der trägt jede Menge Informationen über den Zustand der Luft und der Atmosphäre. Man kann dann die Klimagase aus dem Eis rekonstruieren, man kann die Temperatur der Erde rekonstruieren, man kann sehen, wie viele Wüstenstürme oder wie stark die Wüstenstürme waren, die dann Sand bis ins ewige Eis getragen haben. Also man kriegt eine Vielzahl von Informationen, die ganz wichtig sind, um das Klima zu interpretieren. Und was ist die Quintessenz denn dieser Informationen gewesen? Na, also in Bezug auf unser heutiges Thema jedenfalls ist die Quintessenz, dass sich das Klima noch nie so schnell verändert hat wie jetzt. Also der Temperaturanstieg, den wir jetzt haben von circa 1 Grad über die letzten 50 bis 100 Jahre, sowas haben wir noch nie gehabt in der Erdvergangenheit. Wir haben auch einen Anstieg des CO2s, also des Klimagases, des Treibhausgases CO2s, haben wir nie so stark gehabt wie jetzt. Und auch das absolute Niveau, die absolute Konzentration von diesem Erwärmungsgas CO2 ist in den letzten 800.000 Jahren nie so hoch gewesen wie heute. Menschen verursacht, Menschen gemacht, was sind die Hauptsünden? Naja, als Sünde stellt sich häufig was erst im Nachhinein aus. Die Hauptursache für den Klimawandel ist die Nutzung der fossilen Energieträger, also Kohle, Öl, Gas in erster Linie. Und wenn wir die verbrennen, dann, so chemisch gesprochen, oxidiert dann der Kohlenstoff mit Sauerstoff und reagiert eben zu dem Gas CO2, was immer in aller Munde ist. Am Anfang war das überhaupt keine Sünde, sondern es war eine Wohltat für die Menschheit. Viele Leute sind aus der Armut gekommen dadurch, man konnte die Häuser heizen oder auch wenn wir uns die Kulturlandschaft hier bei uns anschauen, der Schwarzwald beispielsweise war vor 200 Jahren komplett abgeholzt, weil das Holz als Brennstoff gebraucht worden ist. Das heißt, für die Natur war es eigentlich erstmal ganz toll, dass wir dann mit der Kohlenutzung begonnen haben. Es war eine Wohltat für die Natur. Jetzt sehen wir aber eben, dass das CO2 die Erde erwärmt und das Klima verändert, und zwar sehr nachhaltig verändert. Und jetzt stellt sich das als Sünde heraus. Ändert sich aber so vieles. Man kann sich erinnern, in den 80er Jahren oder so war vom Ozon und vom Ozonloch die Rede. Man durfte kaum raus zum Sport treiben und so weiter. Warum ist das mittlerweile gar kein Thema mehr? Ja, Ozon ist eine andere Geschichte. Da gibt es einmal das polare stratosphärische Ozonloch, also das Ozonloch, eine verminderte Ozonkonzentration in ganz hohen Luftschichten in den Polargebieten. Das, was Sie von den 80er Jahren ansprechen, ich kann mich da auch noch dran erinnern, da gab es dann auch in Freiburg den Ozonalarm und dann sollte man möglichst im Haus bleiben oder nicht mit dem Fahrrad durch den Schwarzwald heizen. Das Ozon damals, das war das bodennahe Ozon, was eben als Reizgas wirkt, kann dann Asthma verursachen, kann Gesundheitsschäden verursachen. Und das bildet sich vermehrt, wenn wir andere Luftschadstoffe in der Luft haben. Und da haben wir eine Reduktion erreicht in den letzten Jahren über eine Regulierung der Verkehrsemittenten oder auch von stationären Emittenten, also Fabriken oder Hausbrand und so weiter, sodass wir da tatsächlich eine Verbesserung erreicht haben. Und das macht auch Hoffnung, dass wir auch beim Thema CO2 und Klimagase eine Verbesserung erreichen werden. Denn wir haben ja die Erfahrung schon gemacht, wenn man ein Problem erkennt und wir wissen, was wir dagegen tun können, dass wir auch erfolgreich sein können. Spannenderweise habe ich gefunden, die Versicherungsbranche, die hat zuerst auf den Klimawandel reagiert. Wieso das? Ja, das ist richtig. Die Versicherungsbranche und da dann insbesondere die Rückversicherer, also die Versicherungsinstitute, bei denen sich Versicherungen, die Ihnen und mir eine Versicherung verkaufen,
dann wieder rückversichern. Also das ist dann die Münchner Rückversicherung oder die Schweizer Rückversicherung und so weiter. Die haben das Thema Klimawandel als allererstes ernst genommen, weil sie unmittelbar davon betroffen sind. Wir sehen ja, dass wir eine Zunahme haben an Überschwemmungsereignissen beispielsweise. Hatten wir ja auch im Fullingen unsere Erfahrungen mitgemacht in den letzten Jahren. Und im Fullingen war es die Überschwemmung aufgrund von ganz lokalen Starkregenereignissen, wo eben ganz viel Regen in ganz kurzer Zeit sich in einem kleinen Raum abgeladen hat und dann eben die Flüsse und Bäche zum Überquellen hat führen lassen. Und wenn sowas vermehrt auftritt, dann hat die Versicherung natürlich dann auch mehr Überflutungsschäden zu begleichen. Das Gleiche gilt für Hagel beispielsweise oder auch für großräumige Überschwemmungen wie jetzt in Elbe-Hochwasser oder so. Kann man, wenn man das jetzt summa summarum zusammenfasst, tatsächlich von einem Klimawandel sprechen? Absolut. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Verunsicherung es noch in der Öffentlichkeit darüber gibt. Der Klimawandel ist in der Wissenschaft zu 100% anerkannt und zu 0% umstritten. Frage natürlich, wenn man die Konsequenzen jetzt noch ein bisschen ausdifferenziert, Sie sprachen die 1-Grad-Marke an, aber die ominöse Marke ist ja wohl 2 Grad. Was bedeutet es, wenn wir die nicht schaffen? Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Da kann man versuchen, jetzt zunächst sich zurückzuerinnern, was denn zur 2-Grad-Marke überhaupt geführt hat. Und da ist auch wieder der Herr Professor Schellenhuber, von dem Sie das Zitat eingangs gebracht hatten, sehr stark daran beteiligt gewesen, schon in den 90er Jahren. Die 2-Grad-Marke geht zurück auf Kipppunkte, auf Kippelemente im Klimasystem oder wie die Wissenschaftler dann auch sagen, im Erdsystem. Und dort gibt es Kippelemente, die sich dann verändern können und dann unwiderruflich sich verändert haben, die also irreversibel sind. Stellen Sie sich das vor wie ein Lichtschalter, und ich werde gleich Beispiele noch geben, was diese Kippelemente sind. Stellen Sie sich vor, Sie drücken auf einen Lichtschalter ganz leicht und es passiert nichts. Dann drücken Sie ein bisschen stärker und es passiert immer noch nichts. Dann drücken Sie noch stärker und noch stärker und dann kippt er. Und plötzlich geht's Licht an oder aus. Also Sie haben einen komplett anderen Systemstatus erreicht, dadurch, dass Sie nur etwas mehr auf den Lichtschalter gedrückt haben. Und wenn Sie jetzt die Hand wieder wegnehmen vom Lichtschalter, dann bleibt dieser Zustand. Also das System kippt nicht gleich wieder zurück. Sie müssen dann aktiv wieder ganz stark in die andere Richtung drücken. Und was sind jetzt solche Kippelemente, die sich also plötzlich ändern können, ganz nicht linear, also ein kleiner stärkerer Druck führt dann zu einer ganz anderen Systemantwort. Das ist eben zum Beispiel das grönländische Eisschild. Auf Grönland, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, wir haben einen Gletscherpanzer, der ist 3 Kilometer dick. Also stellen Sie sich vor, auf Pfullingen würden 3 Kilometer dick Eis liegen. Das heißt, der Zugspitzgipfel wäre komplett unter diesem Eis. Sie hätten Eis praktisch bis zum Mont Blanc-Gipfel fast. Und das ist so viel Eis, wenn das alles schmilzt, dann würde der globale Meeresspiegel um 7 Meter steigen. In der Antarktis gibt es auch eine Region, die Westantarktis, die ist auch bedroht vom Abschmilzen. Das würde dann insgesamt zu einem Meeresspiegel Potenzial führen von 10 bis 15 Metern. Und wir wissen aus der Klimavergangenheit, und dafür sind diese Klimaforschungen so wichtig, wir wissen aus der Klimavergangenheit, dass vor 20.000 Jahren der Meeresspiegel 120 Meter niedriger war. 120 Meter? 120 Meter niedriger war als heute, weil so viel Ozeanwasser in Form von Landeis auf den Kontinenten lag. Das heißt, man konnte zu Fuß nach England, oder? Ganz so ist es, ja. Und so ist dann auch vor 60.000 Jahren circa Australien besiedelt worden in dieser Phase, weil der Meeresspiegel so viel niedriger war. Und jetzt weiß man aus diesen Studien auch, dass in unserer letzten Warmzeit, die war vor etwa 120.000 Jahren, da war der Meeresspiegel 5 bis 9 Meter höher als heute. Und in dieser Zeit war es auch 1 Grad, 1,5 Grad etwa wärmer.
Das hatte natürliche Gründe, weshalb es damals wärmer war. Und lag nicht am CO2, sondern es lag eben an den anderen Sonnen- und Erdbahnparametern, die ich vorhin ansprach. Und dieses Meerwasser, das muss von Grönland und aus der Westantarktis gekommen sein. Wir wissen also daraus, dass dieser Kipppunkt für das grönländische Eisschild zum Abschmelzen, dass der irgendwo im Bereich zwischen 1,5 und 2 Grad spätestens liegt. Das ist zum Beispiel ein Grund, der eben zu dieser 2-Grad-Marke geführt hat. Dann gibt es den Begriff des sich verlangsamenden Jetstreams. Was heißt das? Was bedeutet das für uns? Ja, das ist wieder was sehr Interessantes und das haben wir auch letzten Sommer bei uns erlebt. Der Jetstream ist eine Windformation bei uns in der Atmosphäre, in etwa in unserer Gegend, der bei uns wetterbestimmend ist. Wir haben ja in der Regel eine Westwindzone. Bei uns kommt das Wetter in der Regel von Westen, die neuen Tiefdruck- oder Hochdruckgebiete kommen bei uns von Westen und ziehen dann nach Osten weiter. Und die ziehen immer so über uns hinweg. Und dieser Jetstream, so heißt er, der wird dadurch angetrieben, dass es in den Polargebieten kalt ist und eben über Afrika oder in den Subtropen warm. Und wenn es jetzt besonders in den Polargebieten wärmer wird, und da wird es schneller wärmer als weiter im Süden, dann werden diese Jetstreame oder der Jetstream wird schwächer. Und wenn er aber schwächer wird, dann zieht er nicht mehr so schnell über uns hinweg und es können sich stationäre Wetterlagen bilden. Und letzten Sommer hatten wir das, da hatten wir über Monate hinweg hatten wir keinen Regen, wir hatten Hitze. Wir fanden es natürlich einerseits super, ja, weil wir konnten ins Freibad gehen jeden Tag, hatten fast schon mediterranes Wetter. Aber es hatte große Auswirkungen auf die Landwirtschaft, auf die Flüsse und so weiter. Und wir konnten beispielsweise Kohlekraftwerke, die ja an Flüssen liegen, in der Regel nicht mehr mit Kohle versorgen, weil die Frachtschiffe eben nicht mehr zu den Kohlekraftwerken hinfahren konnten. Ja, und das wird sich eben auch verstärken. Je wärmer das es wird, desto schwächer wird dieser Jetstream. Und dann haben sie stationäre Wetterlagen. Und da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen, was das dann bedeuten kann. Wir bleiben immer noch bei den Ursachen. Später dann kommen wir auf, was kann man tun. Was ich gefunden habe ist, und Sie korrigieren oder sagen, ob die Aussage falsch ist, die Hälfte der Treibhausgase kommt aus der Viehwirtschaft. Fleischverzehr, Ernährung sind für mehr Treibhausgase verantwortlich als alle Autos, Flugzeuge und Industrie zusammengenommen. Fragezeichen, stimmt es? Ja, also das würde ich jetzt als Fake News abtun oder bezeichnen. Nein, das stimmt nicht. Man muss allerdings auch da nochmal genau hinschauen und dafür ist jetzt die Aussage gut. Es ist nämlich nicht nur das CO2, was zum Klimawandel führt, sondern es sind auch andere Treibhausgase, wie zum Beispiel Methan, was ja stark aus der Landwirtschaft und dort auch stark dann aus der Viehhaltung kommt, aber auch aus den Reiskulturen beispielsweise. Und es ist Lachgas, was stark aus der Pflanzendüngung kommt. Und das ist jetzt schon wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass es nicht nur am CO2 ist, am CO2 liegt. Und zurzeit fokussiert sich alles auf CO2. Aber wir müssen auch Methan und Lachgas mit im Auge behalten und auch noch eben andere CO2-Quellen als die Energiewirtschaft. Aber das energiebedingte CO2 macht circa die Hälfte bis zwei Drittel der Treibhausgase aus. Kann man das noch ein bisschen aufdröseln? Wie ist Ihre Verteilung hinsichtlich CO2-Ausstoß? Industrie, Verkehr, Ernährung, Konsum? Also wir haben etwa 60% der Treibhausgase. Ich erweite jetzt Ihre Frage auf Treibhausgase, nicht nur CO2, sondern Treibhausgase. Etwa 60% der Treibhausgase kommen aus der Energiewirtschaft und damit meine ich nicht nur die Firmen, sondern sind energiebedingt. Da gehört dann der Hausbrand dazu, da gehört die Mobilität dazu, da gehören die Industriebetriebe dazu und die Stromerzeugung. Jetzt bei den Endverbrauchssektoren kann man grob sagen, das ist weltweit gesehen ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel Haushalte, ein Drittel Industrie,
also Haushalte, Gebäude meine ich, und ein Drittel Verkehr. Und dann die Treibhausgasemissionen aus jetzt Landnutzung, wo dann auch die Landwirtschaft wiederum mit dazugehört, das sind so 10-20% circa. Und davon dann wieder rein die Viehhaltung, die Sie ansprachen, dann wieder weniger als die Hälfte. Also wenn Sie was fürs Klima machen wollen, dann konzentrieren Sie sich lieber auf Ihren CO2-Ausstoß energiebedingt und dann aufs Essen als umgekehrt. Habe gefunden, und ich muss ja heute, weil Sie allein da sitzen, manchmal auch die kritischeren Fragen stellen, wenn man alle Verbrennungsmotoren abschalten würde, würde das nicht mal ein Tausendstel der Erderwärmung verändern? Nein, das stimmt so überhaupt nicht. Also wenn man gerade das nochmal hernimmt, was ich gerade hergeleitet habe und jetzt sagt, was könnte der diese Aussage wohl getätigt hat, gemeint haben können, dann überlege ich mir jetzt einen Verbrennungsmotor, den habe ich ja nicht im Hausbrand, ja, den habe ich auch nicht im Kohlekraftwerk, sondern damit kann er dann nur den Verkehr gemeint haben. Und wenn ich jetzt mal sage, im Verkehr ist das meiste wirklich über einen Verbrennungsmotor emittiert, weil Flugzeuge sind auch wichtig, aber jetzt PKWs und Schiffe und LKWs sind da viel bedeutender dann noch, in der Menge einfach, dann sind wir eben etwa bei einem Drittel vom CO2, was dann auf Verbrennungsmotoren zurückgeht. Um es am Schluss sozusagen Teil 1 ein bisschen zusammenzufassen. Was ist bei den dramatischen Folgen des Klimawandels irreversibel, schon zu spät? Und wo kann man nur was retten? Ich habe ein schönes Bild gefunden, das ist so ähnlich wie bei einem Krebspatient. Heutzutage kann man ihn nicht heilen, aber das Leben mit dieser Krankheit deutlich angenehmer machen, die Lebensqualität heben. Wie weit sind wir beim Klimawandel irreversibel? Was ist zu spät? Ich denke, es ist nie zu spät anzufangen und es ist im Moment noch relativ wenig irreversibel. Da mögen mir jetzt viele Ökologen widersprechen und natürlich haben die dann auch recht. Eine Tierart oder eine Pflanzenart, die bereits ausgestorben ist, die können wir natürlich nicht wieder zurückholen. Das ist völlig klar. Aber jetzt rein vom Klimasystem her gedacht, haben wir noch keinen großen Kipppunkt erreicht, jetzt mit den 1 Grad, der wirklich irreversibel wäre. Also Grönland zum Beispiel hatte ich vorhin angesprochen und da kann ich gerne noch mal kurz drauf zurückkommen, weshalb das ein irreversibler Kipppunkt ist, wenn Grönland abschmilzt. Wenn der Eispanzer dünner wird, dann hat er ja weniger Höhe über Meeresspiegel an der Oberfläche. Das heißt, an der Oberfläche wird es dann wärmer, einfach dadurch, dass er dünner wird. Und je wärmer es an der Oberfläche ist, desto schneller schmilzt er natürlich. Desto schwieriger ist es dann, den Eispanzer wieder aufzubauen. Also da haben wir dann eine Mitkopplung, würden jetzt die Signaltechniker sagen, oder einen Feedback-Mechanismus. Die Engländer, also wir haben einen sich selbst verstärkenden Mechanismus und deshalb wird das Ganze dann irreversibel. Kann man das so zusammenfassen, dass man sagen könnte, oder ein anderer Aspekt ist, ein tragischer Aspekt des Klimawandels ist, dass sozusagen er von den großen Industrienationen ausgeht, aber die Leidtragenden sind Afrika, Inselstaaten und eigentlich unschuldige industrielle Staaten. Ja, das ist eine ganz schwierige Thematik, die natürlich schwer ins Moralische reingeht. Und es ist so, dass diejenigen, die am stärksten unter dem Klimawandel leiden im Moment, es sind erstmal die Länder, die Regionen, die am ärmsten sind und die sich am wenigsten dagegen schützen können. Und häufig eben haben die auch dann keine starke Wirtschaft. Wenn Sie jetzt sehen, zum Beispiel ein Taifun, der einen kleinen Inselstaat im Pazifik dahinrafft, oder der Hurricane, der über Haiti vor ein paar Jahren hinweggezogen ist und da die ganze Insel zerstört hat, der wird durch ein Ereignis, wird ein volkswirtschaftlicher Schaden in diesem Land angerichtet, der größer ist als deren Bruttosozialprodukt in einem Jahr. Und wenn wir jetzt einen starken Sturm bei uns haben oder eine Überschwemmung bei uns, dann ist das natürlich
klein gegenüber der Wirtschaftsleistung, die wir in Deutschland haben in einem Jahr. Insofern muss man dann schon sagen, relativ gesprochen, auf alle Fälle, sind die armen Staaten am stärksten betroffen. Herr Ruth, soweit. Vielen Dank. Wir sind sehr gespannt auf den zweiten Teil. Another turning point, a fox stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. There's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hang them on a shelf in good old face, good time. Tattoos of memories that skin on dry. For what it's worth, it was worth all the while. There's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. There's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. There's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you have the time of your life. Vielen Dank. So, Sie dürfen gerade noch mal klatschen. Das war Good Riddance von Nico Heid von der Musikschule Pullingen. Dankeschön. Gut, wir hatten im ersten Teil uns vor allen Dingen über die Phänomene unterhalten. Was gibt's alles? Wie hängt's zusammen? Klar, der zweite Teil geht's darum, was kann man tun, was gibt es für Lösungsansätze und wer kann die Lösungsansätze auch tatsächlich durchsetzen. Das Erste, was ich Sie fragen wollte, ja, die Welt wird immer kleiner, die Probleme offensichtlich immer größer. Wir können natürlich hier auf dem Fulben nicht alle Bereiche ansprechen. Ernährung, Konsum, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was weiß ich, Elektromobilität und sonstige Dinge, was würde Sie gern besonders sozusagen, auf was, worauf würde Sie besonders gern eingehen wollen? Ja, ich bin da ganz frei. Also wir können also, über Elektromobilität reden, okay. Wir können über Gebäude reden, wir können über Stromerzeugung reden. Das sind so die großen Themen, würde ich sagen. Fangen wir mit Elektromobilität an. Ja, Elektromobilität ist ganz klar die Zukunft. Nicht nur die Elektromobilität, aber auf alle Fälle ist das der Kern, also das elektrische Fahren wird der Kern Bestandteil sein von der zukünftigen Mobilität, zumindest was jetzt kleine Fahrzeuge angeht. Jeder sagt, da fehlt die Infrastruktur, dass jeder elektrisch fahren könnte. Ja, was da häufig gemeint wird, ist, dass nicht genügend Ladevorrichtungen vorhanden sind oder dass die Stromnetze das Laden nicht verkraften würden, wenn alle dann gleichzeitig laden wollen. Und wie immer muss man das differenziert sehen. Wenn ich jetzt mitten in Berlin wohne und ein sogenannter Laternenparker bin, dann habe ich natürlich wirklich Schwierigkeiten, jetzt mein Auto in meiner eigenen Garage anzustecken an eine Steckdose und über Nacht zu laden.
Wenn ich aber eben in Pfullingen wohne und mein Einfamilienhaus habe oder eine Wohnung mit einem festen Stellplatz, dann kann ich da eine Ladevorrichtung installieren. Also ich kann schon ziemlich viel tun, bevor ich dann an die sogenannten Laternenparker erstmal heran muss. Jetzt kann man natürlich sagen, Strom ist nicht immer vorrätig und nicht immer zu speichern. Gibt es da technisch für Sie als Zukunftsforscher Optimismus, dass man das noch deutlich besser in den Griff bekommt? Ja, also da ist Strom wirklich was ganz Besonderes. Sie können fast alles, was Sie kaufen, können Sie speichern. Mehl, Reiskörner, Benzin, alles können Sie irgendwie ins Regal stellen oder irgendwie speichern, aber Strom nicht. Ja. Noch nicht, oder? Ja, also Batterien natürlich. Aber es wird immer wirtschaftlicher sein, Strom lieber direkt zu verbrauchen, wenn man es dann kann, als es erstmal zwischenzuspeichern. Aber da wird sich auch vieles tun. Also wir sind jetzt gewohnt, dass wir Strom immer dann nutzen, wenn wir wollen, wenn wir brauchen, und die Kraftwerke stellen uns dann diesen Strom bereit. In der Zukunft können wir aber nicht die Sonne dann einschalten, wenn wir Strom brauchen, oder den Wind dann, wenn wir Strom brauchen, sondern da wird sich dann auch die Stromnachfrage, also wir, werden uns dann der Verfügbarkeit anpassen müssen. Da muss dann nicht jeder drüber nachdenken, sondern das wird dann zukünftig alles automatisch gehen können. Aber wenn ich zum Beispiel mein Elektrofahrzeug zukünftig mit dem Stromnetz verbunden habe und ich kann ihm sagen, ja, die Batterie muss aber nicht immer ganz voll sein, wenn ich eh meine 500 Kilometer Reichweite habe, die brauche ich nicht jeden Tag. Ich lade sie mal halb voll, dann komme ich immer ins Krankenhaus oder zur Arbeit und zurück, so dass es mir für den Alltag reicht. Und den Rest kannst du dann aufladen, wenn gerade viel Strom da ist. Also so kann man einfach dann den Strombedarf, kann man dann auch dem Angebot anpassen. Ein anderer Lösungsansatz wäre, die Verbrennungsmotoren wird es weitergeben, man könnte sie möglicherweise mit synthetischen Kraftstoffen antreiben. Ja, das ist ein sehr interessantes und auch wichtiges Konzept mit vielen Vor- und vielen oder einigen auch erheblichen Nachteilen, die man dann alle abwägen muss. Also der Vorteil ist, dass ich weiterhin praktisch eine unbegrenzte Reichweite habe. Ja, oder erklären wir vorher das System vielleicht nochmal, das Prinzip von einem synthetischen Kraftstoff, der ja nur dann CO2-neutral ist, wenn er dann strombasiert hergestellt wird, auf der Basis von erneuerbarem Strom oder auf der Basis von Biorohstoffen. Bei Biokraftstoffen habe ich das Problem der begrenzten Verfügbarkeit und ich komme sofort in die Teller- oder Tankproblematik. Also wie nutze ich jetzt ein Feld, wo ich jetzt einen Energierohstoff anbauen kann? Nutze ich das Feld für den Energiesektor oder nutze ich es, um Nahrungsmittel anzubauen? Also die Verfügbarkeit ist da begrenzt. Deshalb sind interessanter eigentlich die strombasierten Kraftstoffe. Und wenn man sich jetzt mal in eine Welt hineindenkt, wo ich unbeschränkt erneuerbaren Strom habe, dann kann ich diesen Strom nehmen, kann daraus Wasserstoff machen per Elektrolyse und mir dann irgendwo ein CO2 aus der Luft oder aus dem Abgas von irgendwo herholen und dann die Verbrennungsreaktion rückwärts machen. Und dann habe ich einen Kraftstoff. Muss ich viel Energie reinstecken, aber dann habe ich wieder einen Kraftstoff, bei dem, wenn ich ihn dann verbrenne, das CO2 zwar wieder entsteht, aber nur so viel, wie ich vorher ja aus der Luft geholt habe. Also der ist dann CO2-neutral. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Konzept, hat aber auf der Effizienzseite Nachteile. Also Sie brauchen dann in Anzahl von Windrädern gesprochen, Sie brauchen dann mehr Windräder, wenn Sie über diese synthetische Kraftstoffvariante fahren wollen, als wenn Sie den Strom lieber direkt nutzen, über eine Oberleitung im LKW oder über eine Batterie. Also mit der Batterie brauchen Sie dann weniger Windräder, um den Strom herzustellen, als wenn Sie über diesen Kraftstoff gehen. Aber, wenn ich das noch sagen darf, für die Bereiche, wo eine Batterie nicht praktikabel ist, also denken Sie an einen LKW, der die ganze Zeit München, Hamburg hin und her fährt, ohne Zeit zu haben, über Nacht zu laden beispielsweise. Ja, für solche Bereiche oder für den Flugverkehr oder vielleicht dann auch noch für den Langstrecken-Pkw-Fahrer, der einfach seine 90.000 Kilometer im Jahr fährt,
und eben einfach viel, viel fahren muss und viel Reichweite jeden Tag braucht. Für solche Bereiche, die schwierig zu elektrifizieren sind, ist das natürlich schon sehr interessant. Im Grunde genommen geht es eigentlich um die zentrale Frage. Wie komme ich von A nach B in angemessener Zeit und sozusagen ja, umweltfreundlich? Stichwort Regionalstadtbahn. Ja, sehr gutes Stichwort. Die Regionalstadtbahn ist natürlich per se schon mal elektrisch. Das heißt, da kann ich heute elektrisch mobil sein, ohne dass ich auch nur irgendwas ändern muss. Also mit einem bekannten, heute etablierten System geht das schon. Und wenn dann eben der Strom erneuerbar erzeugt wird, dann ist das auch vom CO2-Footprint her natürlich sehr gut. Habe ich abgefunden. Die Regionalstadtbahn ist 2025 bereits wieder tot. Ja, das stand im GEA neulich, ne? Ja, das habe ich auch gesehen und musste schmunzeln. Also die Aussage, die kam von einem Zukunftsforscher, Unternehmensberater, der den Fokus hatte auf dem autonomen Fahren und der mal einen Paukenschlag loslassen wollte und für das autonome Fahren das Bewusstsein erweitern wollte. Meiner Meinung nach ist die Aussage völlig falsch, denn das eigentliche Problem in der Stadt Reutlingen ist dann nicht das CO2, sondern es ist der Platz. Und Sie müssen gucken, mit welchem Verkehrsmittel bekommen Sie Leute in schneller Zeit und viele Leute in die Innenstadt rein oder durch die Innenstadt durch. Also stellen Sie sich vor, Sie sind in meiner Heimatstadt in Freiburg am Bertholdsbrunnen und die ganzen Leute, die da aus der Straßenbahn aussteigen, die würden da mit Shuttles angefahren kommen. Es wäre ein Riesenverkehrsstau. Ja, Elektromobilität löst die Verkehrsdichte nicht. Richtig, also Sie haben dann natürlich mehr Personen, die in einem Fahrzeug sitzen können, also wenn das dann solche Fahrzeugkonzepte sind. Insofern ist das schon interessant. Man muss aber aufpassen, wie das dann realisiert wird. Sie bekommen auf der anderen Seite dann auch den Leerverkehr. Also heute sitzt mal mindestens eine Person in einem Fahrzeug. In der Zukunft werden die Fahrzeuge auch ohne eine Person drin hin und her fahren können. Also eine Verringerung der Fahrzeuganzahl über autonomes Fahren bekommen Sie nur in Konzepten, wo sich dann mehr Leute als heute auch ein Fahrzeug teilen. Jetzt natürlich, wer kann diese Lösungsansätze durchsetzen? Man kann sich vorstellen, die Partei, die das am drastischsten macht, die wird abgewählt. Ja, da sind wir mitten in der Diskussion drin und also gerade auch mit den Gelbwesten-Protesten, die wir in Frankreich gesehen haben oder den Dieselfahrer-Protesten auch in Stuttgart. Wobei bei den Gelbwesten muss man immer noch dazu sagen, das hat sich dann zwar an der Dieselpreissteuererhöhung dann entzündet oder da ist der Streit dann dran eskaliert. Aber das war ja nicht die eigentliche Ursache. Und als dann die französische Regierung die Steuererhöhung zurückgenommen hat, haben die ja weiter demonstriert. Also den Gelbwesten geht es ja um andere Sachen. Trotzdem sind sie ein gutes Beispiel dafür, dass die Politik auch beim Thema Klimaschutz nur so schnell vorangehen kann, wie die Bevölkerung es ihr erlaubt. Und da sehen wir aus meiner Sicht gerade ein bisschen ein Auseinandergehen in der Bevölkerung. Auf der einen Seite haben Sie Leute, denen der Wandel zu schnell geht und die gern auf die Bremse treten möchten, die dann auch sagen, Klimawandel, das stimmt alles überhaupt nicht und das schreiben Sie sogar in Ihr Parteiprogramm rein. Und auf der anderen Seite haben Sie aber Leute, die sagen, ihr wisst, ihr Politiker wisst seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, dass wir ein Klimaproblem haben und ihr tut nichts. Und diese hauptsächlich jetzt jungen Leute, also ich meine die Fridays for Future Bewegung gerade aktuell, die gehen auf die Straße und demonstrieren dafür. Insofern sehe ich gerade ein bisschen eine Spaltung in der Gesellschaft und das ist dann zunehmend eine gesellschaftliche Frage, die da gelöst werden muss. Vielleicht auch eine Frage, wo die Kirchen sich engagieren müssen, weil es ja zunehmend, wir sprachen es vorhin an, auch eine ethische Frage wird. CO2-Bepreisung wird jetzt im Europawahlkampf auch sehr häufig genannt. Auf der anderen Seite sollte das Ganze ja auch sozial abgefedert sein, dass nicht nur der noch fahren kann, der sich alle Strafsteuern leisten kann und der andere, der hat gar keine Möglichkeit. Wie sehen Sie das Stichwort CO2-Bepreisung?
Ja, das ist einmal hochpolitisiert im Moment. Auf der anderen Seite zeigt es, dass man den Klimaschutz eben nur mit einem sozialen Ausgleich auch machen kann. Also das, was ich vorhin angesprochen hatte, das Auseinandergehen der Gesellschaft beispielsweise. Wir können den Klimaschutz jetzt nicht dadurch erreichen, dass wir CO2-intensive Energieträger höher besteuern und dann keine Ausgleichsmaßnahmen haben. Also da gibt es interessante Modelle, in der Schweiz beispielsweise ist eins. In der Schweiz wird eine CO2-Abgabe erhoben auf jeden Energieträger und das Geld, was eingenommen wird, das bekommt jeder Bürger pro Kopf gleich verteilt wieder zurück. Und das könnte, also ist einfach ein interessantes Modell. Sowas wird auch für Deutschland diskutiert, da ist man aber, denke ich, noch relativ weit weg von einer Einigung. Also wir haben ja die Situation in Deutschland, dass wir zwei so ähnliche Energieträger wie Diesel und Benzin ja nicht gleich besteuern. Aus gutem Grund, das ist alles wohl überlegt und hat sich historisch so ergeben. Aber wenn wir nicht mehr Diesel und Benzin gleich besteuern können, da sind wir noch weit davon entfernt, alle Energieträger, also da gehört der Strom dann dazu, da gehört Benzin, Diesel, Erdgas und so weiter, das alles gemessen an deren CO2-Footprint gleich zu besteuern. Grundübel der Durchsetzbarkeit liegt, also unsere Lösungsansätze, liegt es auch daran, dass CO2 einfach, ja, Gott sei Dank oder leider, unsichtbar ist? Ja, das ist das Problem. Wir merken ja gar nicht, was wir an CO2 emittieren. Wir sprechen auch immer, auch ich selber spreche immer neutral von CO2-Emissionen. Wir sprechen in unserem Sprachgebrauch nicht von CO2-Verschmutzung, wie wir bei Ruß, bei Feinstaub, bei Stickoxiden, bei Schwefeloxiden und so weiter von Luftverschmutzung sprechen. Insofern ist das ein Bewusstseinswandel, den wir erst noch vollziehen müssen. Was kann man umgekehrt noch machen? Anreize schaffen beispielsweise, wie schüchtern gelegentlich probiert, E-Autos parken gratis. Was gäbe es noch für sinnvolle Anreize aus Ihrer Sicht? Häufig wird, ich möchte noch ein bisschen anders antworten, wenn Sie gestatten. Ja? Also häufig wird Klimaschutz ja verbunden mit persönlichem Verzicht. Also wenn ich mich selber frage, was kann ich fürs Klima tun, dann gehe ich eben zu Fuß zum Bäcker oder mit dem Fahrrad und fahre nicht mit dem Auto oder ich verzichte auf meine Flugreise und so weiter. Und das verbinden wir dann häufig mit Verzicht. Und um aber die ganze Gesellschaft mitzunehmen, muss sich wirklich das System ändern. Also jeder muss an sich selber arbeiten und gucken, was er machen kann. Aber nur damit kann es nicht gehen, sondern das System muss sich ändern. Also beispielsweise, wenn ich nach Übersee fliegen muss für eine unaufschiebbare Reise, dann werde ich das auch in Zukunft noch machen können müssen. Aber dann eben CO2-neutral. Das heißt, da muss das Flugzeug eben zum Beispiel mit so einem strombasierten E-Kraftstoff dann betrieben werden. Aber es kann nicht nur über Verzicht gehen. Das ist eine wichtige Komponente. Ganz ohne die wird es auch nicht gehen. Aber es kann nicht über Verzicht gehen, sondern das System muss sich ändern. Und da ist wieder die Politik gefragt. Und das ist dieses Hase-Igel-Spiel, was Sie vorhin angesprochen hatten. Die Politik kann eigentlich nur so schnell vorangehen, wie die Gesellschaft ihr folgt. Und ohne dass die Politik handelt, kann aber auch jeder Einzelne in der Gesellschaft, der ja dann noch ein Einzelner ist, kann eben auch nicht alles erreichen. Brechen wir es runter auf Pfulden und Pfullingen. Was kann Pfullingen konkret tun, um sozusagen Klimawandel auch in der Möglichkeit dieser Stadt zu reduzieren oder positiv zu beeinflussen? Da würde ich anknüpfen an die Sektoren, die wir vorhin im ersten Teil angesprochen hatten, wo sich der CO2-Ausstoß etwa ein Drittel verteilt, nämlich die Stromerzeugung, dann die Gebäude, was hauptsächlich Wärmebereitstellung ist, und der Transport. Und das trifft
eigentlich dann auch auf jeden Bürger zu und auch auf jede Stadt. Also das sind die drei Gebiete, wo dann auch eine Stadt Pfullingen dann sich für den Klimaschutz einsetzen kann. Und wenn wir das jetzt dann durchgehen, diese drei Punkte, also bei der Stromerzeugung, da hängen wir an der Fair Energie. Das können wir auch noch diskutieren, aber in den Vordergrund würde ich stellen die Mobilität und die Gebäude. Und da kann sich die Stadt fragen, wie kann ich meinen Bürgern, allen, die wir hier in Pfullingen leben, es ermöglichen, bis 2050 CO2-neutral zu leben. Also das sind vielleicht ist noch eine Maßzahl, die hatten wir im ersten Teil noch nicht untergebracht. Wenn man sich überlegt, wie schnell müssen wir denn CO2 auf null runterfahren, dann wäre das bis circa 2050. Das wäre etwa die Maßzahl. Klingt weit entfernt. Wieso gleich anfangen? Ja, wenn Sie, wie lange haben Sie Ihr Auto? Wenn Sie sich einen Neuwagen kaufen und nicht leasen, den haben Sie 10 bis 15 Jahre. Nicht ganz. Ja. Also die durchschnittliche Verweilzeit in Deutschland in der Flotte ist das. Ja. Da sind noch 2 Fahrzeuge bis 2050. Wenn Sie jetzt ein Haus bauen, dann wollen Sie das in den nächsten 25 Jahren möglichst nicht renovieren. Ja. Das heißt, die Gebäude, die jetzt in Pfullingen gebaut werden und die dann noch nicht klimaneutral sind oder leicht so gemacht werden können, die haben wir dann 2050 noch. Ja, also 2050, das kommt so schnell, das ist praktisch übermorgen, wenn Sie an die Zeitskalen denken, die wir im Energiesystem haben. Man kann natürlich jetzt ein bisschen weniger weit gucken, 2050. Wo stehen wir in 10 Jahren, wenn wir uns anstrengen, beziehungsweise wenn wir nichts machen? Ja, also schauen wir uns vielleicht nochmal an, was denn die Handlungsfelder für Pfullingen noch sein können, konkreter in der Mobilität und in den Gebäuden. Und dann können wir die Frage wieder aufgreifen, wo sind wir dann in 10 Jahren, wenn wir was machen oder wenn wir nichts machen? Nehmen wir vielleicht Mobilität, wir haben ja eine beschränkte Sendezeit. Für Pfullingen ist ganz wichtig, dass wir wirklich einen Masterplan Mobilität bekommen. Denn damit steht und fällt, wie die Leute sich hier, wie die Bürger, wie ich, wie wir alle uns bewegen können. Und da spielt dann das Fahrrad eine Rolle in Pfullingen, da spielt der Autoverkehr eine Rolle, da spielt der öffentliche Nahverkehr eine Rolle, da spielt die Regionalstadtbahn eine Rolle. Und die Trasse in Pfullingen, wo die Regionalstadtbahn dann geführt werden wird, die bestimmt natürlich dann auch den Rest. Und wir in Pfullingen müssen uns überlegen, wie wir den Verkehr organisieren wollen, um dann eben in 2020, 30 und 50 ist dann auch schnell, wie wir uns dort dann bewegen können, ohne einen Klimaabdruck zu hinterlassen. Ja. Was man auch positiv vielleicht nur sagen kann, Klimaschutz kann auch ein positiver wirtschaftlicher Faktor sein. Inwiefern? Das ist ja was, was wir seit dem Pariser Abkommen erleben in der Wirtschaft. Bis hin zum Pariser Abkommen von 2015, wo ja das 2-Grad-Ziel beschlossen worden ist auf der UNO-Konferenz in Paris. Bis dahin war landläufig die verbreitete Meinung, wir haben ein Gegeneinander, Klimaschutz gegen Wirtschaft. Dieses Bild hat sich ziemlich gedreht. Wir sehen eher ein Miteinander. Weil seitdem dieses 2-Grad-Ziel so klar ist, fragt sich natürlich jedes Wirtschaftsunternehmen, wie wird sich die Welt ändern, wenn der Fahrplan klar ist und das Ziel klar ist und was kann ich als Unternehmen dazu beitragen und wo sind die zukünftigen Märkte. Das heißt, wir haben jetzt gerade einen riesigen Wettbewerb um innovative Produkte. Wer ist der Schnellste in der Elektromobilität? Also wer hat die Produkte am schnellsten am Markt? Die günstigsten Produkte, die besten Produkte. Wir sind im Moment in einem riesigen Innovationswettbewerb bei den Themen, die jetzt in der Zukunft kommen. Und insofern haben wir kein Gegeneinander mehr, Wirtschaft gegen Klimaschutz, sondern wir haben mittlerweile ein Miteinander. Abschließend gefragt, wie beantworten Sie die Frage unseres Themas?
Klimaschutz, Klimawandel, also Klimawandel schneller als wir, Fragezeichen? Positiv, bitte. Ja, der Klimawandel schreitet unaufhaltsam voran und wir müssen alles daran setzen, uns dem zu stellen, und jeder Einzelne muss handeln und als Gemeinschaft müssen wir handeln. Und wenn man Vergleiche zieht mit anderen großen Aufgaben, die wir schon hatten, und mit anderen positiven Veränderungen, schauen Sie sich die Luftverschmutzung an, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren sogar noch, und wie saubere Luft wir im Vergleich dazu jetzt haben. Schauen Sie sich Tabaktote an beispielsweise, wie die zurückgegangen sind, die Todesfälle durch Tabakkonsum. Wir haben riesige Aufgaben, haben wir erkannt und uns ihnen gestellt, und so können wir uns auch dem Klimawandel stellen. Herr Ruth, herzlichen Dank. Gerne, vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, Umdenken tut Not, überall, muss sich nicht gegenseitig ausschließen, aber es ist noch nicht zu spät. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Entscheidung getroffen, euren Weg gewählt, in euren Köpfen euer Ego lebt, voll auf die Fresse, zeigt ihr ungeniert, was bisher unmöglich wird präsentiert. Ihr fühlt euch groß. Ich glaub, wir sollten uns lieber beeilen. Unaufhaltsam die Zeit vergeht. Jede Sekunde zählt. Der Mob zieht weiter, frisst sich durch die Stadt. Die Masse saugt sich auf, macht alles platt. Keiner kann sich retten, auch wer Zuflucht sucht. Sie werden auf dich finden, der Gedankenfluch. Du rennst lieber los. Ich glaub, wir sollten uns lieber beeilen. Unaufhaltsam die Zeit vergeht. Jede Sekunde zählt. Ja, mit jedem neuen und überlegten Schritt zeigt ihr euer wahres, falsches Gesicht. Auch wenn's wir nicht glauben, ihr belehrt uns schnell. Zählen die Sekunden, ein Knall. Oh, es wird hell. Ich glaub, wir sollten uns lieber beeilen. Unaufhaltsam die Zeit vergeht. Jede Sekunde zählt. Ich glaub, wir sollten uns lieber beeilen. Unaufhaltsam die Zeit vergeht. Erzählt. Dankeschön. Der Talk auf dem Fulben, präsentiert von Myrtha Garten und Landschaftsbau in Pfullingen. Der Talk auf dem Fulben mit IQ Pfullingen und RTF 1.